Ich hätte gerne ein Maß. Du, bei manchen hast du wirklich das Gefühl, die haben das erste Mal in ihrem Leben einen Maßkrug in der Hand. So einen Maßkrug greift man niemals mit zwei Händen, sondern dem gibt man freundlich die Hand und sagt, frischer Kollege, ich grüße dich. Und anstoßen tut man mit so einem Maßkrug zwar bestimmt, aber niemals fest. Schließlich will man da besoffen werden und keinen Crashtest simulieren. Der kommt für die Preisen noch früher genug auf der Wiesn. Und drunger wird in Bayern immer genüsslich. Und wenn du von einer fremden Mass trinkst, dann schlägst du nicht gleich die ganze Mass ab, sondern trinkst aus der herpesfreien Henkelzone. Das weiß doch wirklich jeder. Und an so einer Mass nuckelt man auch nicht vier Stunden umeinander wie die Italiener, sondern die wird im Halbstundentakt erneuert, sonst wird die Lack. Und bloß weil du ein Pfennigfuchser bist, wird da noch lang nichts zusammengeschüttet. Weil in Bayern trinkt man keine Norga. Und wenn's am Tisch einmal eine Verschnaufpause brauchst, dann stellst du die Masse auf den Oberschenkel und stützt ihn mit dem Ellbogen ab. Aber dass die Preisen immer gleich einschlafen. Du, so eine Bedienung schleppt in einem Rutsch 12 Mass aus der Schenkel. Da brauchst du Sachbearbeiter Spargel nicht das Maßkrugstämmer anfangen. Und bloß weil es bei Viva Colonia das Maul so weit aufreißt, brauchst du das auch nicht Echsen. Das machen nur Preisen. Genauso wie Neuschwein. Und für Notfall, so ein Maßkrug hat eine Sollbruchstelle, das heißt der Sollbrecher. Aber nicht gleich übertreiben, weil seit dem Polt wissen wir doch, der Maßkrug wird lediglich leicht dem Schädel aufgesetzt. Der Günther, der kann es gar nicht erwarten, dass die Maß teurer wird. Weil er sagt, mit dem Maßpreis ist genau wie mit dem Benzin. Wenn der Sprit einmal doppelt so viel kostet, sind bloß mehr halb so viele Arschlöcher unterwegs.